Hallo zusammen, es ist Weihnachtszeit und natürlich braucht man auch einen weihnachtlichen Kuchen. Und den gibt es heute bei mir, nämlich die Spekulatius-Kirschtorte. Sie ist ganz einfach und total lecker. Ich zeige es euch. Das ist alles, was ich brauche. Zimt, Kirschen, Sahne, Vanillezucker, Sahnesteif, Tortenguss, Margarine und Spekulatius. Und los geht's. Als erstes gieße ich die Kirschen in ein Sieb. Jetzt nehmen wir die Spekulatius und krümeln die ganz klein. Entweder macht ihr das im Mixer oder ihr macht sie in einer Plastiktüte mit einem Nudelholz. Auf jeden Fall müssen sie klein gebröselt werden. Ich gebe sie dafür in eine Tüte. Kann man mal Aggressionen rauslassen, wenn man welche hätte. Die müssen aber ganz fein geprügelt werden, sonst hält der Boden nachher nicht. So, meine sind klein. Jetzt nehme ich die Margarine, gebe die gerade in einen Topf und stelle die gerade in die Mikrowelle. Einmal kurz anwärmen. So, ist geschmolzen. Jetzt gebe ich meine Spekulatius dazu und rühre das einmal durch. Und jetzt drücke ich das in die Backform. Es ist wichtig, dass ihr diese Krümel ganz, ganz fein macht. Vielleicht doch besser einmal in den Mixer tun und klein machen. Sonst hält nämlich der Boden nicht und er fällt euch auseinander. Jetzt einfach festdrücken und kurz in den Kühlschrank stellen. Nur eine halbe Stunde. Das reicht dann schon. So, der Boden ist abgekühlt im Kühlschrank. Jetzt kippe ich die Kirschen da drauf. Die Kirschen sind verteilt. Jetzt kommt der Tortenguss. So, den Tortenguss wandle ich jetzt ein bisschen ab. Zucker rein. Tortenguss dazu. Und einen Teelöffel Zimt. Jetzt ein bisschen anrühren das Ganze. Und ganz normal aufkochen. Wie ein Tortenguss halt. Und jetzt den Tortenguss auf den Kuchen geben. Jetzt einmal abkühlen lassen. Wie ihr seht, ist das jetzt nicht ganz bedeckt. Wer mehr Tortenguss haben möchte, nimmt einfach zwei Pakete und rührt die an. Und dann eben mit zwei Teelöffeln Zimt. Bei mir geht es jetzt weiter. Er ist abgekühlt. Ich schlage jetzt die Sahne. Die Sahne in die Schüssel. Vanillezucker und
auch das Sahne steif in die Schüssel. Und einmal steif schlagen. So ist fest. Und die kommt jetzt auf den Kuchen. So, das war ein Becher Sahne. Wenn ihr sahniger mögt, könnt ihr natürlich auch zwei Becher Sahne drauf machen. Die Spekulatius habe ich einmal in kleine Stücke gebrochen, ein bisschen Zucker in die Pfanne und jetzt röste ich sie einmal an. Das mache ich, damit die nicht so schnell durchweichen und knusprig bleiben. Die sind abgekühlt und die kommen jetzt oben auf den Kuchen. Und zwar mache ich das mal kurz bevor die Gäste kommen. Auch bei dieser Torte solltet ihr vorher den Kuchen schneiden, bevor ihr die Krümel drauf getan habt. Ich habe es vergessen. Nun werden sich wahrscheinlich die Krümel runterdrücken. Die Kekse sind drauf und da ja alles schon gekühlt ist, inklusive der Sahne, können wir ihn eigentlich jetzt auch sofort schon essen. Ich mache jetzt den Ring ab und dann schauen wir mal, wie er aussieht. Das ist meine Spekulatius-Kirschtorte. Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder rein, wenn es heißt einfach und lecker mit Claudia. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.